Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mit dem versprochenen Aldi-PC Core Gaming PC Engineer P10 von Medion MD34585 für 1299 Euro. Zuerst kommen wir aber wie immer zur Auflösung des Gewinnspiels wegen dem Mauspad. Die Seite kennt ihr ja schon, das ist einfach ein Random Comment Picker. Da füge ich jetzt die URL ein, klick auf den Button und dann ist gut. Ich mache da jetzt auch keinen Cut rein. So, einfügen, pick Random Comment. Und der Michael Gaubmann hat gewonnen. Michael, melde dich bitte bei mir im Discord. Wir werden das auch verifizieren über andere Videos dann bei mir. Also du schreibst irgendwo einen Kommentar, wo ich es dir sage. Dann machst du das und dann kann ich verifizieren, dass du das auch wirklich bist. Vielen Dank fürs Mitmachen. Glückwunsch und viel Spaß mit dem Mauspad. Wie immer stütze ich mich noch unter anderem auf den Artikel von PC Welt. Hier ist Medion Eraser Engineer P10 für 1299 Euro Konfiguration. Die haben danach gefragt, was da so drin ist und darauf werde ich mich jetzt auch stützen. Und es wurde im letzten Video sehr oft gefragt, wie ich denn auf die Idee gekommen bin, dass die Wasserkühlung, also die Lüfter der Wasserkühlung ersetzt werden durch RGB-Lüfter. Das steht hier. Wie schon bei vielen anderen Aldi-PCs kommt auch beim Hunter X10 die All-in-One Wasserkühlung AlphaCool Iceberg 240 zum Einsatz, bei der Medion die zwei nicht beleuchteten 120mm Lüfter gegen die ARGB-Modelle von Invin Saturn ausgetauscht hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass die sich vertan haben, weil ich habe mich ja gefragt, woher der RGB-Lüfter in der Rückseite kommt. Es kann natürlich sein, dass sie die Lüfter dann drauf lassen, die nicht beleuchteten, und die beiden RGB dann benutzen für einmal Front und einmal hinten. Dann wird der Airflow natürlich verbessert, klar, aber daher habe ich diese Informationen, darauf stütze ich mich auch und deswegen, wenn ich da irgendwas falsch gesagt habe, dürft ihr gerne PC Welt anschreiben, weil die haben das hier so in dem Artikel niedergeschrieben. Aber starten wir jetzt mal mit der Kiste. Erstmal zu dem Bild gesagt, ja gut, ist jetzt kein großartiger Fake, das ist halt das richtige Gehäuse und hier ist ein Medion-Lüfter drauf, das erkenne ich von Weitem, die Dinger sind nämlich nicht so geil, ne? Aber es ist auch nicht der Lüfter verbaut, keine Sorge. Deswegen, von Fake zu sprechen, weiß ich nicht. Da wird jetzt nichts angepriesen, was nicht irgendwie da ist. Gut, wer jetzt unbedingt einen Medion-Lüfter haben will, der wird natürlich enttäuscht sein, aber soweit ist das Bild erstmal okay. Produktdetails. Intel Core i7-11700 Prozessor. Da muss man natürlich dazu sagen, die beiden anderen PCs laufen schon auf der 12.000er Variante. Das hier ist noch der 11.000er, was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde. Viele reden von veralteter Hardware, was ich aber nicht denke, weil das ist immer noch ein guter Prozessor. Hat eine TDP von 65 Watt, 8 Kerne, 16 Threads. Mit dem könnt ihr also auch gut streamen. Kommt immer auf das Game an und worüber ihr rendert. Klare Sache. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Und kostet 316,47 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti LHR. Wir wissen natürlich wieder nicht, was wir genau bekommen. Ich habe jetzt die Asus genommen, weil die die günstigste war. Ist eine gute Grafikkarte, hatte ich doch letztes Mal schon mal angesprochen. Lexi hat die auch, die kann AAA-Titel und so spielen, überhaupt kein Problem. Wenn ihr natürlich streamt und ihr rendert über die Grafikkarte, mindert das ein bisschen die FPS. Wir kommen auch später noch zum FPS-Test ohne Streaming, ja. Nur behaltet das im Hinterkopf. Viele denken immer, ich möchte jetzt anfangen zu streamen, wenn ich so eine Kiste habe. Die Leistung wird dadurch minimiert, ganz klare Sache. Und die kostet 779 Euro bei MediMax Limburg City. Dazu bekommen wir eine 1 TB PCI Express SSD. Wir nehmen jetzt einfach mal diese hier, es kann natürlich auch eine andere sein. Wenn Sie jetzt eine PCI Express SSD von Samsung oder so nehmen, klar, dann können auch die Lese- und Schreibraten noch ein bisschen anders sein, aber um eine preisliche Orientierung zu haben, nehmen wir die. Lesegeschwindigkeit 2400 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 1950 MB die Sekunde. 1 TB reicht auch erstmal aus und im 1300 Euro System ist das auch völlig in Ordnung. Und die kostet 78,97 Euro bei Mindfactory. Dann bekommen wir 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2933 MHz. Bitte orientiert euch jetzt nicht am Corsair Vengeance. Das wird wahrscheinlich wieder so billiger grüner Samsung RAM sein oder so. Was heißt billig? Die sind in Ordnung, sehen aber nach nichts aus. 2933 MHz ist natürlich unter der Spezifikation von Intel. Finde ich schon blöd. Also 3200 hätten es mindestens sein sollen, wenn nicht sogar 3600. Das geht auch in dieser Preisklasse. Zumindest 3200. Das funktioniert. Agando kriegt das hin, Dubaro auch. Dual Channel hoffentlich. Da steht halt nur 16 GB. Also es wird Dual Channel sein, gehe ich ganz stark von aus. Sonst habt ihr wirklich FPS-Einbrüche. 16 GB in der Preisklasse auch völlig in Ordnung. Und der kostet zum Vergleich 76,97 Euro bei Mindfactory. Hochwertiges Markengehäuse mit beleuchtetem Glasdesign von Invin. Ja, hört sich nach viel an, ist aber nichts. Ist wieder dieses Micro-ATX-Case, steht auch hier unten. Da kriegt ihr keine großen Mainboards rein. Wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, euch hinterher ein großes Mainboard zu holen. Ich bin von den Dingern nicht so begeistert. Allein schon, weil sie die Netzteile oben einbauen. Das ist, wie gesagt, ein Relikt aus den 90ern. Da hatte ich auch einige Kommentare zu gekriegt. Ja, der Airflow wird dann besser. Naja gut, ihr müsst es so sehen. Baut ihr ein Netzteil unten ein, zieht das Netzteil von unten die kalte Luft und bläst es nach hinten raus. Das hat ja hinten noch so ein Mesh, dann quasi, wo das durchgeht. Baut ihr das oben ein, zieht es die warme Luft vom Prozessor natürlich hoch, beziehungsweise auch von der Grafikkarte, und bläst es dann hinten raus. Das geht natürlich auf die Haltbarkeit des Netzteils. Weil wenn das zu warm wird, beziehungsweise wärmer, hält es natürlich nicht so lange. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es wird bestimmt irgendwo der Airflow verbessert, weil oben halt nochmal ein Lüfter hängt. Für mich ist es nichts, muss ich so sagen, wie es ist.
Ansonsten das Case in der Preisklasse ist okay. Ich weiß auch nicht, wie man dafür 100 Euro nehmen kann. Ich würde mir das niemals für 100 Euro für den privaten Gebrauch so kaufen. In dem Fertigsystem ist das wieder ein anderes Thema. Aber gut, wie gesagt, es reicht erstmal aus. Und das kostet 98,07 Euro bei Mindfactory. Dann bekommen wir Intel Wi-Fi 6 und Bluetooth, das ist dem Mainboard geschuldet. Netzwerkcontroller ebenfalls, 6-Kanal High Definition Audio ist auch dem Mainboard geschuldet. Und dann kommen wir auch direkt zum Mainboard. Es ist ein OEM Mainboard in MicroATX mit B560 Chipsatz. Ich nehme jetzt das MSI B560M Pro VDH Wi-Fi. Das hat nämlich auch schon WLAN und Bluetooth integriert und ist MicroATX. Es kann auch jedes andere sein. Das wird es definitiv nicht sein. Es ist ein OEM-Board, quasi von Medion selber, wenn ihr so wollt. Was das jetzt für Anschlüsse hat oder gekühlte Spannungswandler oder ähnliches, kann ich euch leider nicht sagen. Kann ich nicht drauf eingehen, tut mir leid. Ich nehme das jetzt einfach nur als preislichen Vergleich, hat auch den B560-Chipsatz und kostet 111,06 Euro bei Mindfactory. Nur um das jetzt eben fix zu klären, die rückseitigen Anschlüsse habe ich natürlich hier stehen. Zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.2 Gen 1 Typ A, einmal USB 3.2 Gen 2 Typ C, einmal LAN, HDMI, dreimal DisplayPort. Achso, dreimal DisplayPort, ich wollte gerade sagen, das ist die Grafikkarte, Entschuldigung. Das ist natürlich nicht das Mainboard, dann in dem Fall jetzt, also was HDMI und DisplayPort angeht. Ja, einmal Front-Line-Out, einmal Mic-In-Center, Subwoofer-Line-Out, einmal Line-In-Rear-Line-Out, ja bla bla bla. Das sind einfach nur die Audioanschlüsse, nichts Besonderes, wirklich nicht. Es liest sich viel, es ist nicht viel. Wo wir jetzt gerade beim Mainboard waren, gehen wir auch direkt mal auf den Kühler und das Netzteil ein, weil das steht nicht im Medion-Bereich, also in dieser Produktbeschreibung drin. Hier steht ein Cooler Master i70C. Die Sache ist die, den gibt es jetzt so bei Geizhals nicht. Weil es den, glaube ich, nur in den USA noch zu kaufen gibt. Also so habe ich das noch im Hinterkopf. Der kostet 31,73 Euro, was völliger Quatsch ist für einen Top-Low-Kühler. Die Dinger, die kriegt ihr für 5 Euro hinterhergeworfen. Genauso ist es mit diesem hier. Der hat eine TDP von 85 Watt. Der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt. Ich gebe euch Brief und Siegel. Temperaturtechnisch ist das Ding eine Katastrophe. Wirklich. Ich hatte solche Top-Low-Kühler schon bei mir im Test. Ich verlinke hier oben nochmal das Video. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr möchtet. Die werden scheiße laut. Und vor allen Dingen ist es so, dass der Prozessor dann wahrscheinlich irgendwann ins Thermal Throttling kommt. Also, dass er irgendwann runtertaktet, um die Temperatur halten zu können. Also, das ist wirklich nichts. Ich habe über diese 120er IO gemeckert. Über die 240er auch mehr oder weniger. Das könnte vielleicht noch klar gehen. Aber dieser Top-Low-Kühler, Auf jeden Fall, kauft euch, wenn ihr das System kauft, kauft ihr euch einen gescheiten. Vielleicht ein Purock 2 oder irgendwas in der Art, was auf jeden Fall eine höhere TDP hat. Ganz klar. Ich nehme jetzt als Vergleich den hier, damit wir preislich, der ist jetzt bei 28 Euro, preislich irgendwo sind, wo wir uns orientieren können. Bei dem Netzteil haben wir ein 650 Watt Netzteil von Invin. Ich kann nicht beurteilen, wie diese Invin-Netzteile sind. Ihr habt natürlich Garantie auf das Gerät und das auch nicht zu knapp. Ich glaube sogar 3 Jahre gibt all die da drauf. Wenn da was mit dem Netzteil sein sollte, ist das natürlich okay. Ansonsten, ich glaube nicht, dass die qualitativ so hochwertig sind. Wir nehmen jetzt als Vergleich ein LC-Power. Das hat auch 650 Watt. 650 Watt sind für dieses System auch völlig in Ordnung. Klar, der wird auch nicht an seine Grenzen kommen. Das ist schon okay. Ihr könnt jetzt aber nicht damit rechnen, dass ihr später noch eine 3080 oder 3080 Ti da reinballern könnt. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, da wird auch keiner auf die Idee kommen. Doch, es gibt solche Leute. Es gibt Leute, die bauen dann irgendwann eine 3080 Ti rein, weil sie günstig drangekommen sind oder so. Und dann wundern sie sich, wenn das Netzteil abbraucht. Es ist halt einfach so. Aber wie gesagt, 650 Watt erstmal okay. Und das kostet 51,37 Euro bei Mindfactory. So, jetzt schauen wir nochmal, ob ich was vergessen habe. Hier habe ich den Prozessor, die Grafikkarte, das Board, die PCI Express SSD. Hier ist übrigens kein HDD drin. Ne? Also die 1 Terabyte, das ist dann Ende Gelände. Ne? Also da müsst ihr euch vielleicht zur Not hinterher noch eine HDD kaufen, die einbauen oder einbauen lassen. Das ist aber nichts Großartiges, das kriegt ihr auch alleine hin. Das mit dem RAM hatten wir, den Lüfter hatten wir, das Netzteil hatten wir, das Gehäuse hatten wir, Windows 11. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Windows 11 aufschnappe. Es ist wohl so, dass die Leute mittlerweile zufrieden sind damit. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Also ich habe viele in der Community, die sagen, dass sie noch Probleme haben beim Zocken und so. Treiberprobleme auch und ähnliches. Aber die meisten sagen, sie kämen wohl damit klar. Deswegen, ich schmeiße das jetzt einfach in den Warenkorb. Ich habe das jetzt auch mal für 70 Euro genommen, weil viele halt sagen, ja, das sind diese Schlüssel, die in der EU nicht verkauft werden dürfen, pipapo. Naja gut, ich vergleiche ja hier die Preise. Und es ist so, wenn jetzt jemand einen Rechner selber baut, das sind ja irgendwo selber Baupreise, wenn ich so eine Geizhalsliste mache, dann wird er sich Windows auf den günstigsten Wege holen. Dem ist das als Privatkunden egal. Die großen Firmen, die dürfen jetzt natürlich nicht hergehen und irgendwelche Schlüssel so verkaufen, wie sie lustig sind. Aber dem Endkunden, ich glaube, da ist es relativ wurscht und die meisten werden sich dann auch für ein Zwanni das holen. Wir packen es aber mal so in den Warenkorb. So, die Testversion für Microsoft 365 landet im Müll, wisst ihr, McAfee auch und der passt Ultimate, der Xbox passt, der ist okay. Testet mal ruhig ein paar Spiele und so, das ist ganz geil. So, die kabelgebundene Maus lasse ich wie bei allen anderen PCs auch weg, das wird so eine 10-Euro-Maus. Das ist nichts Dolles. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, den wir als Alternative genommen haben, weil es den anderen nicht gibt.
das Gehäuse, Netzteil ist auch eine Alternative, Windows 11 und hier vorne ist noch ein Lüfter mit drin, weil ich nicht weiß, ob der RGB-Lüfter in der Rückseite noch extra ist. Auf dem Bild war ja einer zu sehen, deswegen nehme ich den einfach mal als Sicherheit mit dabei. Und dann kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1633,36 €. Das System soll kosten 1299. Preislich gesehen eine gute Sache. Konfigurationstechnisch ist halt echt schwer. Man spart viel Geld, klar. Aber das mit dem RAM finde ich ein bisschen blöd, dass es nur 2933er ist. Und die Lüftung, also oder die Kühlung, das ist eine Katastrophe. Das geht nicht. Also solltet ihr euch diesen PC kaufen, tut euch selber einen Gefallen und packt einen anderen CPU-Kühler drauf. Wirklich. Ihr verliert auch keine Garantie dadurch. Das ist Quatsch. Viele sagen immer, wenn du das Ding aufmachst, die Garantie weg. Nein, das stimmt nicht. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie hergeht und von irgendwelchen Festplatten die Aufkleber abknibbelt und die aufschraubt, dann ist die Garantie weg. Klar. Aber bei so einem System, wenn ihr da den Lüfter oder Kühler tauscht, völlig egal. Deswegen, wenn ihr euch den wirklich kaufen solltet, ihr könnt damit gut zocken. Wir kommen jetzt auch noch zum FPS-Test. Aber lasst es euch gesagt sein, das mit dem RAM finde ich nicht okay. Das Micro-HDX-Board, naja gut, in der Preisklasse. Erwartungshaltungsmanagement, ne? Ja, muss man mal schauen. Aber die Kühlung, wie gesagt, Katastrophe. Hier haben wir auch einen FPS-Test. Das ist jetzt natürlich der 11700K mit der 3060 Ti. Der ist ein bisschen leistungsstärker, aber da habt ihr ungefähr eine Idee, wo ihr ungefähr landet. Das ist jetzt auch nur Full HD. In WQHD müsst ihr wieder ein bisschen was abziehen. Da hatte ich auch eine ellenlange Diskussion drüber. Ich hatte mal gesagt, irgendwie 10% könnt ihr nochmal abziehen wegen WQHD. Da wurde mir gesagt, 40%. Das finde ich viel zu viel. 40% nur weil ihr in WQHD spielt, ist Quatsch. Aber egal, das hier ist erstmal Full HD, schaut euch das mal an. Wir hätten hier Assassin's Creed Origins und in Full HD seid ihr dabei ungefähr 122 FPS. Battlefield 5, natürlich die Grafik auf Ultra, 192 FPS. Far Cry New Dawn auf Ultra, 125 FPS. GTA 5 auf Very High und MSAA 4X, das ist die Kantenglättung, 125 FPS. Mafia Definitive Edition, da seid ihr bei 124 FPS. Metro Exodus mit Raytracing auf Ultra auf 1080p und Grafik auf Ultra seid ihr bei 86 FPS. Und Project Cars 3, Grafik auf Ultra, 1080p bei 88 FPS. Wer sich das Video zu den FPS-Daten nochmal anschauen möchte, findet das bei mir in der Videobeschreibung. Genauso wie ihr unseren Discord joint gerne. Es sind wirklich viele neue Leute auf den Discord gekommen. Wenn ihr auch Fragen zu anderen Systemen habt oder zu Fertig-PCs oder ihr wollt mir was vorschlagen, postet das bitte im Discord. Da geht's nicht verloren, die Berater können drüber schauen. Das wäre ganz nice. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, alles soweit genannt zu dem PC. Ich würde ihn mir so nicht kaufen, wegen der Kühlung halt alleine schon. Gut, ich habe die Möglichkeit, das selber zu tauschen, aber das hat halt nicht jeder. Nicht jeder traut sich da dran. Das mit dem RAM und dem Micro-HDX-Board, ja gut, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt bei dem Preis. Aber gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.